Herzlich willkommen, euren Freunde. Und zwar zurück zu Pokémon Revolution Online. Falsches Spiel. Ich meinte natürlich Pokémon Mystery Dungeon Retter Team. Oder Rettungsteam? Och Gott, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, wie das Spiel heißt. Auf jeden Fall Retter Team DX oder sowas. Ja. Das war natürlich wieder ein großer Fail von mir, aber Fails, ne? Da bin ich ja eh die Nummer 1. Und wie ihr seht, sind wir in einem schönen Schneewald. Auch hier würde ich gerne wohnen. Ja, hier würde ich echt gerne wohnen. Hier muss man bestimmt nicht arbeiten oder sowas. Na gut, Essen muss man irgendwie suchen, aber man findet bestimmt irgendwas. Im Notfall würde ich dann die Bäume essen. Ja, ne? Was zu trinken hast du hier? Schnee. Ne, tust du im Mund, dann schmilzt es. Perfekt. Ein schöneres Leben gibt es doch gar nicht, Leute, oder? Hm? Ne? Okay. Ja, ich glaube so ungefähr so 20 Stunden oder so hatte ich meinen PC hier an, beziehungsweise meinen Monitor. Und ja, hab einfach nur diesen schönen Soundtrack die ganze Zeit mitverfolgt. Och, ist das nicht schön hier. Ja, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal in den Wald rein. Bist du soweit, Moritz? Ja. Wohin gehen wir? In den Frostwald. In Ordnung, gehen wir. Es ist zwar eiskalt, aber das darf uns nicht abschrecken. Genau, ich bin da eben Feuer-Pokémon, ne? Ich mach dann alles heiß. Oh, guck mal, da ist direkt die Treppe. Das ist natürlich sehr schön. Sehen wir leider nicht ganz so viel von dem schönen Dungeon hier. Aber ich muss sagen, rechts, das sieht schon schöner aus. Oh, ich liebe ja Schnee, Leute. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben gegen Schnee. Ich kenne so viele Leute, die Schnee hassen. Und dann denke ich mir immer so, was? Hallo? Leute. Vor allem, Eis ist besser als Wärme. Ja? Weil gegen Wärme kannst du nichts wirklich machen. Gegen Kälte kannst du dich zumindest warm anziehen und sowas. Ja, und bah. Bah, bah, bah. Hitze ist bah. Aber Geld, das nehme ich immer gern mit. Müssen bestimmt alle eingefroren sein. Okay, da unten ist irgendwas. Was ist da? Palenia, ein Visonio. Nee, wie ist das wie ich? Visonio? Nee. Giradax hieß es. Nee, Visenio. Tatsächlich. Hatte ich doch recht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, da haben wir die Snibbelbeere. Die Sinnebeere. Ich nenne sie aber auch gerne Snibbel. Oh. Ich dachte, du hättest den schon platt gemacht, Anton. Du nutzloses... Oh Gott, jetzt kommen zwei. Da muss ich mal hier meine Sammelbox machen und Kleinkiesel schmeißen. Werfen. Wie viel machst du? 30. Oh. Loba ist natürlich nicht so cool. Vor allem, wenn ich jetzt hier von zwei Seiten angegriffen werde. Ja, nochmal. Oh Gott, es lebt immer noch. Du da unten, Azumarill, komm mir bitte nicht zu nahe. Hä, was? Nee, ich will die Linkbox nicht einsetzen. Ich will hier Kleinkiesel schmeißen. Geschafft, perfekt. So, Anton, ich brauche hier deine Hilfe, ja? Sonst bin ich gleich weg vom Fenster. Charme, okay, Charme ist nicht ganz so toll. So, perfekt. Als ob das so wenig gemacht hat. Egal, wir haben es geschafft. Och nee, da kommen schon die nächsten zwei. Ich kämpfe gegen Schnepko und du gegen das andere Viech da, okay? Sehr gut. Oh Gott, das kann Eissturm. Ich muss angreifen. Nee, lass mal, ich mach das jetzt hier, Anton. So, Blut, weg mit dir. Super. Komm, Azumarill schaffst du doch, oder? Anton, hm? Ja, ja, super. Oh nee, da kommt doch ein Viech. Oh, nicht schon wieder ein Azumarill. Geh weg. Lass mich in Ruhe. So. Schnell hier hoch. Oh Gott, ich hoffe, da ist die Treppe. Ach, ist... Oh, der Baum da rechts war schön. Oh, ich liebe die Ebene. Oh mein Gott. Ich habe außerdem auch schon ein zweites Profil angelegt. Da bin ich Hydropi und... Eneko geworden. Fand ich cool. Ich spiele natürlich damit nicht weiter als hiermit. Ja, dann ist das ja für mich zwar, ist trotzdem nicht blind, weil ich das ganze Spiel schon früher gespielt habe. Aber
ist dann zumindest das Remake bleibt. Das ist ja auch was, ne Leute? Ja. Ja, dann gehen wir mal schnell zur Treppe. Frostwald, Ebene 5. Ich weiß nicht, habe ich das im letzten Part erzählt, dass ich, wenn ich 0 im Magen habe, dann kann ich einfach zu Enton wechseln, dann habe ich wieder 100%. Habe ich das erzählt? Ich weiß es nicht. Deswegen erzähle ich es jetzt. Oh, nass genäht. Ist verwirrt. Super. Oh, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ja, super. Okay, das war's. Dann gehen wir mal hier rein. Da kommt irgendwas. Okay, es kommt doch nicht. Dann gehen wir hier hoch. Hier ist nämlich ein Raum. Und ein Azumarill. Was haben wir da? Chaos-Same. Oh, nee. Warte, wir gehen daher. Ist egal, ob da jetzt zwei Pokémon kommen. Ist natürlich blöd, wenn jetzt hier zwei Azumarill sind. Aber Blubber macht zum Glück nicht allzu viel Schaden. Ich dachte, das macht mehr Schaden. Ja. Oh, Slam. Oh Gott, Slam macht aber riesig Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob das so viel Schaden macht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ach nee. Ja, mach mal Blubber und du machst Aquaknarre. Super. Und ich gehe. Ich kümmere mich um Nassgenäht. Go, Enton, du schaffst das. Du bist doch super, Ente. Super gemacht, Palenia. Ah, geil. Doppelkick ist echt cool. Also, die Attacke, die mochte ich auch im dritten Remake. In Hoenn. Dritte Generation. Oh, das war schon. Lol. Jemand ist in den Wald eingedrungen. Ob das wohl die Ursache für das Abschwächen der Eiswinde ist? Dem muss sich Einhalt geboten werden. Es gilt, den Wald zu schützen. Oh, doch nicht. Hab ich schon gewundert. Es ging sehr, sehr schnell. Wenn das jetzt schon hier der Frostwald war. So, ich habe nochmal Kieselsteine. Oh, Enton muss kämpfen. Oh, ich komme, Enton. Ich rette dich. Außer wenn das Slam macht. Dann bin ich aber hier ganz schnell weg. Oh, super. Eine Snibbelbeere. Eine Sinnelbeere. Ja, ich weiß, Leute. Der da kann erstmal weg. Super, dann können wir nämlich da oben gehen. Oh, aua. Aua. Das tat weh. So, Nassgenäht lassen wir mal schlafen. Denn schlafende Hunde weckt man nicht. So wurde es mir beigebracht. Oh Gott, da kommt irgendwas. Wir müssen weg. Da ist die Treppe. Enton. Los, Palenia. So. Da haben wir irgendein Band. Spiralstirnband. Okay. Boah, hier sind echt viele dieser Bären. Oh Gott. Ich versuche zu kommen, Enton. Ich bin zu langsam. Du schaffst es auch alleine. Nee, doch nicht. Oh mein Gott. Feuer tut weh. Oh Gott, das ist noch ein Viech. Doppelkick. Donnerzahn. Oh. Gut, wir gehen hierher. Wie, 20 Schaden. 20 Feuerschaden bekommst du, Enton? Kannst du ins Wasser gehen? Hast du jetzt noch Feuer? Ich weiß es nicht. Es scheint, ich hab's gelöst, oder? Ja, ich hab's geschafft. Ich war einfach schlau. Ich war schlauer als Enton. So, als Palenia. Einfach ins Wasser gehen, wenn man Feuerschaden hat. Ich finde es ja sehr, sehr seltsam, dass hier überhaupt noch Wasser ist und ich schon irgendwie Eis sehen oder sowas. Und hier haben wir schon wieder eine Treppe. Oh, wir haben echt Glück mit den Treppen, das muss ich ja sagen. Ich glaube, noch eine Ebene, dann ein Checkpoint. So, Blut und Doppelkick. Ah, schade. Egal, haben wir trotzdem. Ich gehe mal so. Dann können wir beide angreifen. Perfekt. Na, was? Oh, hier haben wir Items. Die möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Aber erst machen wir Blut. So, Doppelkick. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob wir genügend Belebersamen jetzt mit haben. Und ob wir die überhaupt brauchen. Ich hoffe, wir brauchen die nicht.
hoffe es. Leute, ich hoffe es. Ach, da ist noch ein Viech. Oh, Alter. Super gemacht, Anton. Du triffst da heute alles. Oh, jetzt ist es auch noch eingeschlafen. Okay, weg mit dir. Ist das eine Linkbox? Nee, ne? Doch. Sah komisch aus. So. Och nee. Wieso spawnt denn jetzt hier so ein Viech? Hey, wo ist es hin? Egal. Was? Es hat mir eine Mini-Belebersame geklaut. Das finde ich frech. Das finde ich sehr, sehr frech. Wie viele haben wir noch? Wir haben noch eine. Okay, 4, 5, 6, 7. Okay, ich glaube, wir haben noch genug. Okay, okay, da brauche ich mir ja keine Sorgen zu machen. Nee, brauche ich nicht. Anton, bist du bereit? Ja. Okay, dann lass uns losgehen. Möchtest du weitergehen? Ja. Frostplateau. Plateau. Oh Gott, ich bin gespannt, was es jetzt hier gibt. Meltan gibt es hier, okay. Ist zwar kein Eis-Pokémon, aber das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es hier wirklich leben würde. Oh, da ist die Treppe schon. Alter, wir haben so ein Glück mit den Treppen. Oh, Meltan, hi. Komm, weg mit dir. Sehr gut. So, wir gehen mal hier hoch und dann gehen wir hierher. So. Okay. Der hat unsere Spur verloren. Ach man, ich find die Ebene so schön. So. Da haben wir noch einen Meltan. Das macht der Anton wohl komplett alleine. Oder doch nicht? Da mache ich es halt. Oh, daneben. Flammenrad trifft aber. Nice. Und was kommt uns hier entgegen? Meltan? Ja, war natürlich klar. Oh, das ist jetzt auch weg. Oh ne, es lebt noch. Magnetflug. Du kannst doch eh schon fliegen. Wozu brauchst du das? So, wir gucken mal ganz kurz hier unten rein. Okay, die Treppe ist. Nee, ist sie nicht. Das heißt, wir sind hier total umsonst reingegangen. Als ob gut so viel Angriffsschaden macht. Was ist das bitte? Nee, verstehe ich nicht. Gut, du bist irgendwie viel, viel stärker als Flammenrad. So, die Belebersame holen wir uns noch. Okay. Ja, dann greif schon mal an, Anton. Du machst das. Ich warte eine Runde. Gut gemacht, Anton. Gut gemacht. 11. Okay, eine Ebene dann, glaube ich, noch. Eine Ebene noch. Oh, ein Rehorn. Anton, mach Aquaknarre, supi. Linkbox, die holen wir uns. Ein Apfel. Oh, lol, ein Ditto. Wie ist denn das Ditto hier hingekommen? Oh, Fassade. Aquaknarre. Oh, oh, aua, aua, aua. Oh Gott, mach das Ditto weg. Okay. Was gibt's da für ein Item? Naja, irgendein Orb. Müssen wir irgendwas hier noch machen? Top Ether brauchen wir nicht. Man wird ja hier resettet, wie es aussieht. Okay, Anton, ne? Dann lass uns mal weitergehen. Oh, weil es gibt doch noch eine Ebene. Okay. Aua. Das Item ist leider weg. Wir gehen hier oben her. Oh Gott. Komm, Anton. Okay. Okay, Anton, wir müssen jetzt kämpfen. Wir müssen kämpfen. Ich kümmere mich um das hier. Und du schaffst das doch, oder? Schaffst du es? Nee? Aua. Gut gemacht, Anton. Oh Gott, da kommen zwei Pokémon. Okay, hallo, Kikleon. Ich gehe mal hier unten her. Immer wieder gern. Ja, ja, ich habe nichts gemacht. Oh, gut, mein Instinkt hat mir den richtigen Weg offenbart. Ah, jetzt sind wir hier. Oh, Mann, ich liebe diese Schneebäume. Die sehen ein bisschen aus wie die von Animal Crossing. Wir sind schon ziemlich lange unterwegs. Noch ein bisschen und wir haben es geschafft. Beißen wir die Zähne zusammen. Hä? Hast du was gesagt, Moritz? Nein. Seltsam. Du weißt das also nicht. Ich dachte, ich hätte eine Stimme gehört.
Das war wohl bloß eine Einbildung. Euch schneit. Ah, schön. Schön. Einfach nur schön. Kehrt um. Ihr dürft hier nicht weiter. Oh oh. Wer spricht da? Es ist euch nicht gestattet zu passieren. Wenn ihr dennoch darauf besteht, müsst ihr die Konsequenzen tragen. Spürt meinen unbändigen Zorn. Oh, ist das schön. Ah, wie das blendet. Das Eis um uns herum reflektiert das Licht. Oh, schön. Hallo, ich will die Aufnahme. Das Arktos. Wow. Ich bin Arktos, der Hüter des Eises. Mein Zorn vernichtet jeden, der es wagt, diesen Wald zu betreten. Lasst uns beginnen. Glut! Aquavelle! Eissturm. Oh, aua! Glut! Aquaknarre! Eissplitter! Glut! Glut! Palenia hat keine KP mehr. Okay, Moritz, komm hier schnell. Du bist wichtiger als Palenia. Eisnebel. Oh nein, jetzt sehen wir weniger. Aber ich treffe immer noch. Arktos, hast du nichts Besseres zu bieten? Hä? Hä? Ja, ja, 16. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hahaha. Hat daneben. Also, mir kommt es irgendwie vor, dass die Bosse und auch ich öfters nicht treffen. Sehr, sehr oft sogar. Oh Gott, er ist näher gekommen. Jetzt hat er irgendwas im Pedo. Aber ich mache noch Flammenrad. Und vielleicht brennt er jetzt auch mal irgendwann. Nein, Enter, Palenia, hier, schnell. Oh, Flammenrad. Aquaknarre. Arktos Pulverschnee. Okay, mein süßes kleines Enton ist leider gefroren. Oh Gott, es brennt. Perfekt. Ach komm, Mini-Belebersame. Wir haben es bestimmt gleich. Irgendwann haben wir es. Oh, Eissturm. Du machst mir viel zu viel Schaden. So. Mini-Belebersame. Ich muss jetzt mal hier gucken, ob ich noch genügend Mini-Belebersamen habe, weil sonst war es das gleich. Was habe ich denn hier noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück habe ich noch. Okay. Wenn wir noch 4 verbrauchen, dann müssen wir aufpassen. Oh, es hat gereicht. Gut. Das Bild war cool. Bitte, Arktos! Wir müssen Oh, sorry, ich habe das Mikro geschlagen. Wir müssen unbedingt weiter, um jeden Preis. Bitte lass uns passieren. Nein, das kann ich nicht zulassen. Aber warum? Warum dürfen wir nicht weiter? Der eiskalte Wind, der durch diesen Wald weht, er hat sich in letzter Zeit deutlich erwärmt. Erwärmt? Ist nur mir fürchterlich kalt hier? Der kalte Luftstrom des Waldes wurde gestört. Selbst der Schnee begann zu schmelzen. Schnee, der nie zuvor geschmolzen ist. Versteht ihr, was das bedeutet? Das ist noch nie geschehen, nicht ein einziges Mal. Und plötzlich erscheint ihr hier in diesem Wald. Das ist kein Zufall, dafür könnt nur ihr verantwortlich sein. Damit haben wir nichts zu tun. Bitte glaube uns, das ist reiner Zufall. Arktos, bitte.
Es ist nicht unsere Schuld, dass der Schnee schmilzt. Das hier ist nämlich nicht der einzige Ort, wo die Natur in letzter Zeit verrückt spielt. Das Klima hier hätte sich auch verändert, wenn wir nicht hergekommen wären. Und das soll ich euch glauben? Schluss mit dem Unsinn, euer Ende ist gekommen. Halt! Oh, geil. Das sah schon cool aus. Absol? Die beiden sagen die Wahrheit. Die Natur ist in der Tat überall aus den Fugen geraten. Ist das wirklich wahr? Leider ja. Ich spüre, wenn etwas mit der Natur nicht stimmt. Ist es irgendwie zu dunkelblauig geworden? Sah Absol schon immer so aus? Von den Farben her? Ich möchte das mal eben kurz googeln. Ich muss das jetzt echt googeln. Ich möchte es wissen. Absol. Bilder. Ja, okay. Ist ein bisschen dunkler als sonst, glaube ich. Ja. Beziehungsweise ein bisschen mehr Farbe ist jetzt in dem Blau als früher. Ja, okay. Super. Doch die Katastrophen in letzter Zeit sind anders als alles, was ich je erlebt habe. Also gut. Also gibt es noch weitere Vorkommnisse dieser Art? Nun, gut. Ich werde euch glauben. Ihr dürft passieren. Danke, Arctos! Jedoch, ihr müsst verhindern, dass sich diese Katastrophen weiter ausbreiten. Ich zähle auf euch. Großes Ehrenwort, Arctos! So schön! Oh, ich liebe Schnee. Puh, das war mehr als knapp. Vielen Dank. Du hast uns gerettet. Verschwendet die kostbare Zeit nicht mit Dankesagungen. Konzentriert euch lieber darauf, dem Unheil Einhalt zu gebieten. Gelingt uns dies nämlich nicht, wird noch viel Schlimmeres geschehen. Das sagt mir mein Instinkt. Onk. Ich habe die Zerstörungskraft dieses Unheils mit jeder Faser meines Körpers gespürt. Meine Vorahnungen haben mich an diesen Ort geführt. Ich halte es für sinnvoll, dass wir von nun an gemeinsam weiterziehen. Ich werde mich euch anschließen. Was? Ist das dein Ernst? Ja. Ja, um diese Katastrophen ein Ende zu setzen, ist Kooperation unerlässlich. Ich werde euch meine Kräfte zur Verfügung stellen. Oh, vielen Dank, Absol. Absol ist seinem Team beigetreten. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent AP Heilkraft. Cool. Moritz hat den Dungeon Floss Plateau mit Bravour gemeistert und eine Sinnebeere gefunden. Wow. Wow, ist das cool. Und so überwanden Moritz und sein Team den Frostwald. Sie marschierten weiter in den Norden. Je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurde die Gegend. Diese vereisten Bergfallen nimmt kein Ende. Wir sind schon so weit gelaufen. Palenya sieht auch schon ganz erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns vorantreibt. Und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun? Oh, ist das kalt. Und überall nur Schnee und nochmal Schnee. Und seit einer Weile scheint sich die Gegend hier nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Und Absol sagt einfach gar nichts. Du, Moritz, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einöde gibt es außer uns überhaupt niemanden. Und ich habe den Eindruck, dass da nichts mehr ist, egal wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was wird nur aus uns werden? Ich weiß es nicht.
Oh, tut mir leid. Ich hätte nicht fragen sollen. Ich wollte dir keine Angst machen, also nicht. Wir sind hier und das ist alles, was zählt. Auch wenn wir nicht wissen, was vor uns liegt. Wir müssen weitergehen. Mach dir keine Sorgen, irgendwann kommen wir an unser Ziel. Ich glaube an dich und deshalb gehe ich auch diesen ganzen weiten Weg mit dir. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren, Moritz. Ich werde dir nicht von der Seite... Achso, ich weiß hier nicht. Okay. Palenia vertraut mir bedingungslos. Da darf ich keine Unsicherheit zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Ah. Was? Ich entwickle mich? Was war das? Mir wird auf einmal so schwindelig. Endlich. Endlich bist du da. Oh ne, da spricht jemand zu mir. Palenia? Nein, Palenia klingt anders. Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Ja, Gardevoir, wer sonst? Da ist sie, tatsächlich. Oh, ist das schön hier. Endlich. Endlich bist du da. Ich habe dich erwartet. Gardevoir! Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch... wie... Hä? Moritz, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Ich rede mit Gardevoir. Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folge dem Weg noch ein kleines Stück. Er führt in eine zerklüftete Berglandschaft, die vom Klierberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt Vulnona. Vulnona? Ja, er wartet dich bereits. Ja, er wartet dich bereits. Aber sei vorsichtig. Nein, warte! Gab's diese Szene auch damals? Oh, ich weiß es nicht, an die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hey Moritz, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Okay, der Ort sieht nicht ganz so schön aus. Das war's also. Gardevoir ist dir erschienen und deshalb hast du so verblüfft ausgesehen. Aber das hieß ja, dass es sich bei Vulnona nicht bloß um eine Legende handelt. Dieses Pokémon existiert also tatsächlich. Und es befindet sich oben auf dem Gipfel. Schnief, Moritz. All die Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um herzukommen, sie waren nicht umsonst. Wir werden endlich Vulnona treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Dann können wir auch endlich diese üblen Verdächtigen gegen dich entkräften. Ist das nicht fantastisch, Moritz? Ja. Hör mal, Moritz, mach dir nicht so viel Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Vulnona hast. Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der Gardevoir im Stich gelassen hat? Wow, Anton. Ich wette, dass dir dieser Gedanke ständig im Kopf herumgeistert. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch sein sollst. Warum glaubst du mir so? Du fragst dich, warum? Nun ja, es mag sein, dass ich anfangs so meinen Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht so genau, warum. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Du hast das Herz am rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, da fällt mir auf, ich hatte damals schon in deiner Gegenwart so eine Vorahnung. Ist schon komisch, ne? Aber ich glaube wirklich fest an dich. So, und wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Moritz, geben wir alles. Absol, sagt einfach gar nichts mehr. Der nickt jetzt nur noch. Ich überlege gerade. Wir haben 4, 5, 6. Vielleicht reichen die 6. Wir gucken mal, ob die Mini-Dinger da reichen. Clearback natürlich. Clearback Ebene 1. Ja. Da könnte ein Item sein. So. Da haben wir die Treppe. Da haben wir aber auch Geld. Die Geld und die Linkbox nehme ich. Wieso leckt gerade das Spiel so sehr? Also so eine besonders aufregende Grafik ist das jetzt nicht, dass das Spiel hier anfangen muss zu laggen. Ne?
Naja, weitergehen. Oh, ein Mundtier. Ein Mundtierchen. Hey, wieso leckt hier der Klierberg so? Ja, Moritz. Versteh es nicht. Versteh es nicht. Ganz seltsam. Dabei kann man das Spiel nicht mehr auf 60 FPS spielen, Leute, ne? Das ist richtig seltsam, dieses Spiel. Es sieht zwar überhaupt nicht aus wie irgendwie Ultra-Hardcore-Grafik, ja? Aber man kann es nicht mal auf 60 FPS spielen. Da das Spiel nur 30 FPS hat. Das ist irgendwie schon traurig. Für ein Remake. Für ein Remake. So, da haben wir nochmal Geld. Oh, ich will das Geld dann noch haben. Danke. Aua. Irgendwas ist passiert, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Hier oben haben wir ein Item. So. Oh. Ein Mundtierchen. Doppelkick. Aua. Doppelkick. Weg mit dir. Ein Jura, bitte. Oh Gott, bitte keine Wasserattacke. Okay. Glück gehabt. So. Hier unten ist Geld. Das nehme ich mir gerne. Aufruhr, aua. Das tat weh. Aufruhr tut echt weh. Bitte nicht nochmal Aufruhr. Das tat mir schon ein wenig zu sehr weh. Oh, ein Sengo. Ein Sengo. Und es hat daneben gedingst. Oh, Level Up. Perfekt. 20. Super, Anton. Ja, toll, dein Level ist gestiegen. Oh, das ist der einzige Raum, den ich nicht gesucht habe. Untersucht habe. Ist ja hier belastend. Kacktreppe. Kacktreppe. So, Sengo. Also irgendwie leckt es hier echt total. Ich weiß nicht wieso. Der Schneewald war flüssiger. Und da sah die Gegend viel, viel ansprechender aus als das jetzt hier. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Geh mal weg, Tanzer. Ich brauche dich nicht. So. Hier haben wir einen Raum. Oh, da ist die Treppe. Perfekt. Geld mitnehmen. Ich meine, früher gab es irgendwie mehr Geld auf den Ebenen. 22 ist nämlich ein Witz. Da kriege ich einen Kleinhain mehr. So. Okay, Absol kämpft da alleine. Aber der schafft das locker. Weil Absol ist. Kreideschrei, okay, naja. Und Aquaknarre. Das Gute ist, jetzt wissen wir, woher wir Pupita herbekommen. Das ist nämlich dann auch noch so ein Ziel. Das hätte ich nämlich ganz gerne im Team. Die Teams, also, ne, falls ich hier irgendwann mal heile rauskommen sollte, ja, und wieder zu Hause bin, dann mache ich immer Random Teams. Dann lasse ich einen Random Counter entscheiden, wen wir ins Team nehmen. Für die Mission. So. Da. Hallo. Hallo, Palim Palim. Flammrad. Oh, hat nicht gereicht. Mann. Oh, wir gehen so. Und dann muss ich nicht gegen das Viech da kämpfen. War ein bisschen fail. Aber okay. Ja, ich möchte weitergehen. Möchte Anton retten. So. Ja, macht das mal. Macht mal da Palim Palim fertig. Wir gehen nämlich gleich nach unten. Gucken uns das an. Was es hier gibt. Natürlich Geld. 90. Oh, guck mal, hier gibt es schon mehr. Leute, kommt bitte zurück. Okay, wir gehen nach oben. Das Warpfeld hat mich gewarnt. Geld. Oh, hoho. Also Geldband, ne? Das rüste ich doch mal sofort aus. Negative Zustände seines Trägers wie Gift oder Paralyse werden geheilt, wenn dieser Geld aufhebt. Ah.
Wow, ich dachte, ich bekomme mehr Geld. Dann brauche ich es doch nicht. Mann, ich wollte mehr Geld haben, damit ich mir mehrere Areale kaufen kann. Und dann sowas. Jetzt ist er hier wieder belasten. So, hier gibt es aber viel. Viele Items gibt es hier. Yeah, 22. Nice. Cool. Cool. Ein Igel. Oh ne. Geh weg mit so einer Noob-Attacke hier. Was will ich mit der? Ja. So. Danke. Genau, absolut. Das, ich hole das und jetzt gehen wir weiter. So. Hallo, Palim. Genau, mach mal deine Aquawelle. Von weit weg. Oh, keine Treppe, das ist aber ein Pupita. Pupita sind immer gefährlich. Weil ich weiß nicht, ob die schon Erdbeben können. Oh, Wablu. Ein Wablu-Schirn. Wablu ist auch sehr, sehr süß. Auch schön. Sieht echt schön. Oh Gott. Furienschlag, aua. Mini-Belebersamen. Doch, nochmal. Alter, der hat mich One-Hit gemacht. Oh, da ist die Treppe. Da ist die Treppe. 11. Hat die Ebene hier 15 Dinger? Ich glaube schon. Ich hoffe es zumindest. Oh, daneben. Toll. Egal, ich habe ja hier zum Glück ein Enton, was relativ gut ist. Okay, da bringt es nichts weiter zu gehen. Da auch nicht. Aber cool, AP Heilkraft, halt, dankeschön. Wir gehen hierher. Das ist wieder ein Palimbi. Aber das schaffen die zwei doch alleine, ne? 102 Schaden. Boah, 200. Alter Schwede. Absol ist so overpower. Aber okay. Oh Gott, was ist das denn jetzt? Die Lahmfalle? Oh. Sind die anderen alle schneller als ich, oder? Nicht wie das Item da noch. Tauschen gegen. Gegen Samen. So. Dann können wir mal weitergehen. Ja, weitergehen. Ich wechsle auf Enton. So, weil ich weiß nicht, wie lange die Reise hier noch gehen wird. Wir treffen zwar jetzt Vulnona, aber es gibt ja auch noch andere legendäre Pokémon. Oh gut. Wir gehen. Daher, da sind die wenigsten. Aber da kommt jetzt einer. Und Aquaknarre. Sehr gut. Na komm, die können wir essen. Die können wir essen. So, yam, yam, yam. Ach, da oben, da können wir gar nicht her, ne? Okay. Scheiße, daneben. Daneben ist nicht sehr toll. Oh, keine Treppe. Keine Treppe, ist hier ein Raum? Hier ist die Treppe. Da ist sie doch. Da ist sie. Oh. Es ist kalt und hagelt. Bei dieser Wetterlage erleiden alle Pokémon, die nicht vom Typ Eis angehören, stetig ein wenig Schaden. Um ihre KP regenerieren sich nicht mehr von selbst. Oh. Okay. Das können wir eigentlich essen, wenn wir es schon nicht mitnehmen. Dann kann ich nämlich mit ihm weiterspielen. Okay, wir brauchen jetzt ganz, ganz schnell die Treppe. Okay, wir müssen wahrscheinlich kämpfen. Gegen Trasche. Aber schaffen die schon. Ja, schaffen sie. So, da haben wir die Treppe. Perfekt. Ich nehme die... Ach ja, können wir eh nicht aufheben. Dann lassen wir die mal da liegen. Oh, einfach drei Lektakins? Elektrokins? Irgendwie sowas. Oh, ich passe da nicht durch die Tür. Das sind VPTs. Cool. Ja, sehr cool. Giftschock. Aua, das tat echt weh. Oh, ist aber weg. Trainingsam. Wird es in Zustand Training versetzt, wodurch seine Attacken schneller aufsteigen. Okay. Ja, dann ess mal. Dann ist das mal. So, dann gehen wir aber trotzdem weiter. So, den lassen wir liegen. Ich wollte schon sagen, den lassen wir liegen. Und den greifen wir nicht an. Da oben ist ein Item, das holen wir uns natürlich nicht. Das
brauchen wir nämlich nicht. Werfen. Tschüss. Schmeißen den Müll einfach wieder weg. Da haben wir ein VPTs. Das lassen wir jetzt mal kommen. Oder die greifen einfach alle schon vorher an, bevor ich überhaupt angreifen darf. Blut. So. Oh ne, nicht angreifen. Auf was essen. Perfekt. Achso, ihr kämpft da hinten. Oh Gott, es ist nicht wach. Es ist nicht wach geworden. Super. Dankeschön. Da ist die Treppe, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Wir haben es geschafft, glaube ich. Nee, haben wir noch nicht geschafft. Ja, ja, es hagelt. Wir wissen es langsam. Kreideschall. Ja, 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 ja. Hier, Flammenrad. Was? Als ob das so viel aushält. Mein Gott. Meine Güte. Ah, da ist die Treppe. Da ist die Treppe. Weitergehen. Ah, Zwischenspeicherpunkt. Muss ich aber nichts mitnehmen. Also irgendwie ruckelt's. Auch in-game. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, es liegt an dem Spiel und nicht an mir. Weitergehen. Clearberg-Gipfel. So. Hier haben wir eine Same. Die nehmen wir natürlich mit. Tauschen die dadurch aus. Eine Sinnebeere, ja, okay. Die Falle haben wir konkret ignoriert. Maronbeere brauchen wir wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott, da sind zwei Fionor-Tors. Lass mich mal bitte gehen. Doppelteam, ja, ja, mach mal Doppelteam, ich bin weg. So. Ebene 7, 17. 17. Und ein Glut für dich. Guck mal, jetzt ist dir warm wie Pittis. Habe ich doch gerne gemacht. Habe ich doch gerne gemacht. Hä, hey, ich heile aber immer noch. Also, das mit dem Eiszapfen, ja, das verstehe ich noch nicht. Ja, super gemacht, Anton. Du kannst es einfach, weißt du? Du bist einfach mega. Du bist der Burner. So, ich bin natürlich auch der Burner. Hol mal bitte das Geld, danke. Okay, falscher Weg, wir müssen daher. So, perfekt. Ihr seid einfach mega gut. Mega, mega seid ihr. Ah, da ist die Treppe. Natürlich im letzten Raum. Und 18. Blödem. Oh, super. Direkt die Treppe gefunden. Besser geht's gar nicht. So, Ebene 20 ist unser Ziel wahrscheinlich. 25 glaube ich nicht. Super. Oh, da ist noch so ein Viech. Ruckzucki. Super gemacht, Leute. Muss ja hier gar nichts mehr machen, wenn ihr schon alles hier für mich macht. Ist das nicht? Das ist so praktisch. Guck mal, super. Super, das Geld, das schnapp ich mir. Lecter King will ich mir nicht aufwecken. Den können wir einfach umgehen. So. Hier ist auch keine Treppe, dann gehen wir mal nach links. Also, ich muss sagen, die Dungeons in dem Teil hier sehen irgendwie alle gleich aus. Alle. Also, immer nur diese neun Räume, ja. Beziehungsweise, paar Dinge, aber es gab früher so viele Sackgassen und sowas. Wo sind die hin? Ich verstehe das nicht. Wo sind die denn hin? Es gab so viel mehr Wege und weniger Räume. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das hier soll. Nintendo. Oder wer macht das Spiel? Keppel Art oder so ein Scheiß. Egal. Hier haben wir Schnee. Schnee ist super. Möchte ich nochmal erwähnen. Und Absol ist der Einzige, der nicht hier denkt, oh, es ist windig. Endlich sind wir da. Das ist doch der Gipfel, oder? Siehst du wohl Lona irgendwo? Da sind sie. Moritz und sein Team. Ah ja, da sind sie. Oh nein, sie haben uns eingeholt. Simsala! Wurde auch langsam Zeit. Endlich haben wir euch gefunden.
Wegen euch mussten wir einen ganz schön weiten Weg zurücklegen. Nur die Ruhe, Despota. Endlich können wir die Sache abschließen. Meine Klauen zucken schon. Ich will einen Kampf. Palenia, nimm es mir nicht übel. Gnade ist mir nur mal ein Fremdwort. Moritz, ich wollte nicht, dass es so endet. Aber so ist nun einmal unser Schicksal. Sinn und Zweck eines Retterteams ist es, den Frieden zu bewahren. Und deshalb werden wir euch mit all unserer Macht bekämpfen. Auf sie! Das sah schon lustig aus. Ah, oh, super! Anton, machst du super! Ja, super! Gut gemacht! Oh nein! Hypno-Dingsi! Halt, unterlass das auf der Stelle! Was? Ah, Vulnona ist da. Vulnona? Was? Vulnona? Das ist wirklich Vulnona? Dann ist die Legende also wahr. Euer Kampf ist jetzt zu Ende. Diese Pokémon sind meine Gäste. Bitte verrate es uns, Vulnona. Wer war der Mensch aus der Legende? Oder vielmehr, ist die Legende tatsächlich wahr? Je nachdem, wie du antwortest, entscheide ich, was sich mit ihnen geschieht. Ob mein Fluch für eine Legende gehalten wird oder nicht, das spielt keine Rolle. Doch so wahr ich hier stehe, es geschah wirklich. Vor vielen Jahren versuchte ich, einen Menschen mit einem Fluch zu belegen. Doch sein Partner Gardevoir schritt ein und bewahrte ihn so vor dem Fluch. Selbstlos ertrug sie die volle Wucht des Fluches, der eigentlich den Menschen galt. Doch der Mensch verhielt sich egoistisch und feige. Er ließ Gardevoir im Stich und floh. Später wurde dieser Mensch dann zu einem Pokémon und in der Gestalt eines Pokémons lebt dieser Mensch seither. Spann uns bitte nicht auf die Folter. Wer ist denn nun dieser Mensch, von dem du sprichst? Moritz, sei unbesorgt, du bist es nicht. Moment, was? Was hast du gerade gesagt? Moritz ist nicht der Mensch aus der Legende. Was? Huch. Oh, das ist schön im Hintergrund. Was passiert mit mir? Meine Beine zittern, ich kann kaum noch laufen vor Erleichterung. Puh. Atmen, ich muss atmen. Einatmen. Puh. Wow, einfach unglaublich. Moritz! Da fällt mir ein Stern vom Herzen. Stein vom Herzen. Du hast nichts mit der Sache zu tun. Habe ich's mir doch leicht gedacht. Zu sowas wärst du gar nicht fähig. Da wäre noch etwas. Ich habe in der Tat vorausgesehen, dass die Welt aus dem Gleichgewicht geraten würde. Der Mensch, der zu einem Pokémon wurde, hat jedoch nichts damit zu tun. Der Grund dafür ist ein anderer. Habt ihr gehört? Ihr habt euch alle geirrt. Ihr habt an Moritz gezweifelt und eine regelrecht Hetzjagd veranstaltet. Wir müssen uns bei euch entschuldigen. Es tut uns leid, diese Gengar hat uns aufgehetzt, müsst ihr wissen. Nein, ich habe Gengar gleich von Anfang an verdächtigt. Schließlich sieht Moritz ja auch nicht wirklich heimtückisch aus. Es wäre zu schön, wenn ich euch das glauben könnte. Lasst mich eines sagen, ihr habt meinen Respekt. Auf der Suche nach der Wahrheit habt ihr eine Reise voller Strapazen überstanden. Wirklich beeindruckend. Haha, ist das nicht großartig? Ich war fest davon überzeugt, dass ich recht behalten würde. Aber, warum wurde Moritz dann überhaupt zu einem Pokémon? Ich meine, wir wissen jetzt, dass er nicht der Mensch aus der Legende ist. Aber warum ist er dann jetzt ein Pokémon? Moritz, wer bist du? Ich würde eher sagen, ne? Ich glaube, Folge ist irgendwann auf den Kopf gefallen. Der lag ja auch bewusstlos auf dem Boden, ja? Und hat danach erst gedacht, er wäre ein Mensch. Vorher dachte er, er wäre ein Feuerriegel. Oh mein Gott. Der Boden bewegt sich. Ein Erdbeben? Die Erdkruste verschiebt sich. Diese Katastrophen nehmen immer größeren Ausmaß an. Schlimmer noch. Diese Erschütterung des Erdbodens. Sie könnten ein Geschöpf erwecken, das bisher ungestört tief unter der Erde schlief. Ich spreche von Groudon. Warte, ich muss mal eben kurz antworten.
Ja, sorry. So, okay. Da bin ich wieder. Was? Gordon, sagst du? Gordon? Gordon? Wer soll das sein? Ein legendäres Pokémon aus alten Mythen. Es soll einst die Landmassen geformt und die Kontinente vergrößert haben. Es lieferte sich einen vernichtenden Kampf mit seinem Erzfeind Kyogre und fiel im Anschluss daran in einen tiefen Schlaf. Sollten Gordons Kräfte entfesselt werden, würde Chaos die Welt regieren. Es muss aufgehalten werden. Wir machen uns sofort auf den Weg. Wir auch. Nein, bleibt hier. Gordon ist weitaus stärker als jedes Pokémon, das ihr bisher getroffen habt. Überlasst das lieber uns. Sinsala hat recht, kehrt erstmal zu eurer Basis zurück und gönnt euch eine Pause. Macht euch keine Sorgen um uns. Wir besitzen schließlich nicht umsonst den Goldrang. Wir erledigen das und sind im Handumdrehen wieder zurück. Gut, dann gehen wir mal los und kümmern uns um den Gordon. Mann, wieso darf ich das nicht machen? Hallo. Und so machte sich Simsalas Team auf, um tief in der Erde nach dem erwachten Gordon zu suchen. Moritz und sein Team waren nun von allen Anschuldigungen reingewaschen. Sie konnten ihre lange und anstrengende Reise beenden und kehrten wohlbehalten und glücklich in ihre Retterteams zurück. Retterteambasis zurück. Sorry. Supi. Unterdessen auf dem Pokémon-Platz. Hey, ihr da! Warum seid ihr eigentlich nicht unterwegs, um das Team von Moritz zu jagen? Du hast leider leicht reden. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Außerdem dürften die mittlerweile schon über alle Berge sein. Wir könnten es jetzt allerhöchstens noch bis zur Lapis-Höhle schaffen. Ich hatte mich ja auch an der Verfolgung beteiligt, allerdings, sie sind zum Feuerberg geflohen. Da kriegt mich aber nichts in die Welt. Da kriegt mich aber nichts in der Welt hin. Und so habe ich dann ihre Spur verloren. Ich bin schließlich vom Typ Pflanze, wie ihr wisst. Feuer und ich, das geht gar nicht. Keine Ahnung, was danach aus dem Team von Moritz geworden ist. Wenn man bedenkt, dass sie ihr Leben auf dem Feuerberg riskieren. Hut ab, die sind echt aus einem anderen Holz geschnitten als ich. Hahaha. Was? Was seid ihr doch für jämmerliche Waschlappen, pa! Und was ist mit dem Team, Großmaul? Kannst du auch was anderes als hier nur große Töne spucken? Ihr hängt hier bloß auf dem Pokémon-Platz herum und dreht Däumchen. Tut gefälligst auch mal was, los! Haltet uns da raus, kapiert? Muhahaha! Schließlich haben wir bereits eine sehr wichtige Aufgabe. Wir halten alle Welt über das unrühmliche Ende von Moritz auf dem Laufenden. Also echt, das habt ihr auch ja prima ausgesucht. Ach du meine Güte, ach du liebes Lichtchen. Was hast du denn mit Idalis? Moritz ist endlich Schnee von gestern, willst du sagen wie? Ja, endlich sind wir die Nervensäge los. Nein, ganz im Gegenteil, Moritz ist zurück. Was? Was sagst du da? Da drüben. Moritz, sie sind zurück? Hallo Leute, wir sind wieder zurück. Puh, endlich sind wir wieder zu Hause. Wir waren echt lange fort. Das hier ist also euer... Ganz genau, das ist unser Pokémon-Platz. Ich habe das hier alles irgendwie schon sehr vermisst. Hey, Palenia! Ach, du bist es, Gengar. Lang nicht gesehen. Unfassbar, woher nehmen diese Knäche nur ein solches Selbstbewusstsein? Und wer ist überhaupt das dritte Pokémon im Schlepptau? Was du da erzählt hast, war alles an den Haaren herbeigezogen, Gengar. Moritz hatte mit all dem überhaupt nichts zu tun. Er ist unschuldig. Hm? Was? Ist das wahr? Und ob, wir haben nämlich Wulnona getroffen und alles herausgefunden. Moritz ist nicht der Mensch aus der Legende. Als wir es erfahren hatten, machten wir auf dem Absatz kehrt und eilten zurück. Arg! Ja, Moment mal. Wer sagt denn, dass wir dem trauen können? Wer so eine Behauptung aufstellt, muss auch Beweise liefern. Beweise?
Ganz genau, hieb- und stichfeste Beweise. Her damit, und zwar Dalli. Beweise? Aber wir haben keine Beweise. Muhahaha. Ach, wie schade, das nenne ich aber Pech. Aber trotzdem schön, dass du gekommen bist. Schön bald, meine ich natürlich. Blöd. Das erleichtert uns die Arbeit. Muhahaha. So, meine Pokémon, mach mir Moritz fertig. Muhahaha. Nanu? Was habt ihr denn? Wollt ihr ihn denn nicht loswerden? Ich hab die ganze Zeit an Moritz geglaubt. Auf dich falle ich nicht herein. Hm? Ich bin auch raus. Immerhin hat mir das Team von Moritz die Haut gerettet. Ich hatte mich eh nur widerwillig an der Jagd beteiligt und das auch nur, weil du so darauf bestanden hast. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich so böse sein soll. Hm? Ich hab ebenfalls genug gehört. Ich glaube Moritz. Genau, wer braucht schon Beweise? Ey Leute, Extrablatt, Extrablatt. Wiiung, tschum, Zeitung, yeah. Boah, das sind aber große Zeitungen. Lol. Oh, es geht. Ich glaube, es geht. Was? Was ist das? Sieht aus wie eine Zeitung, oder? Okay, dann lese ich mal vor, was hier steht. Pokémon Zeitung extra. Moritz unschuldig. Moritz traf wohl nur noch unter den wachsenden Augen, wachsamen Augen von Simsala. Er konnte den Beweis erbringen, dass keinerlei Verbindung zu den Menschen aus der Legende besteht. Daraus ist zu schließen, dass Gengars Behauptungen nichts als hinterhältige und böse Verleugnungen waren. Ende. Urk! Du Mieser! Nichts wie weg von ihr. Stehen geblieben, du Lügner. Du hast uns alle hinters Licht geführt. Ja, Raupi, bleib du mal hier. Kommst du jetzt in mein Team, Raupi? Willkommen zurück. Danke, es tut gut, wieder hier zu sein. Wir sind zurück, ganz wie versprochen. Schnief, ich bin so froh, dass Moritz jetzt nicht mehr unter Verdacht steht. Oh ja, und ich erst. Nun müssen wir vor niemanden mehr davonlaufen. Also dann, Moritz. Wir sind beide ziemlich erschöpft. Gönnen wir uns eine Mütze Schlaf. Unser Retterteam ist ab morgen wieder einsatzbereit. Geben wir alles. Was ist mit Absol? Hat der überhaupt ein Areal bekommen? Weiß nicht. Oder schläft er in meiner Hütte? Nee, natürlich nicht. Guten Morgen, Moritz. Hast du gut geschlafen? So, jetzt können wir als Retterteam wieder voll durchstarten. Oh ne, flap flap. Das hat mir natürlich nicht gefehlt. Ich wünschte, diese Szene, die könnte man ausstellen, weil irgendwann nervt die tatsächlich. Pilipa hat wieder Post für uns. Lass uns wie gewohnt unser Bestes geben. Okay, Anton, das werden wir dann machen. Aber erst im nächsten Part, okay? So. Wow. Aber wir können mal hier kurz reingucken. Ein Brief von Pilipa. Hey, super, dass du zurück bist. Jetzt kann ich dir wieder die Post bringen. Ich habe dich schon mit voll bepackten Schnabel erwartet. Demnächst gibt es wieder jede Menge Post. Also sei bereit, der fliegende Postbote Pilipa. Ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Retterorganisation ein Geschenk für dein Retterteam. Löse die Oh ne, nicht für diese scheiß Tickets, ey, die keiner braucht. Ja, Müll. Der Briefkasten ist leer. So, Anton. Was machen wir denn jetzt? Ich möchte mal ganz kurz gucken, wo Absol ist. Wo sich Absol verschanzt hat. Ah, im Finsterkamm. Okay. Im Finsterkamm. Perfekt. Dann kaufen wir noch eben hier neue Areale, wenn wir schon dabei sind. Vielleicht gibt es jetzt auch neue, weiß ich nicht. Ich war überrascht, dass du deine Freundin in den Camps einfach zurückgelassen hast. Aber ich bin froh, dass du heil zurückgekommen bist. Was? Ob ich dich verdächtigt habe? Ja, schon. Wow. Wow.
Ja, schon, aber nur ganz stark. Entschuldige, tralala, Kemsura, wir haben alle da. Oder so. Welches Camp möchtest du erschließen? Gibt's neue? Ich glaube, nee, es gibt keine neue, wie ich das sehe. Wir können den Mystikseeboden mal nehmen. Bei der Oh nee, 3000 Drachenzornhöhle. Hört, Kindwurm. Da bekomme Kindwurm. Das ist natürlich geil. Kindwurm ist mega cool. Nur leider können da anscheinend nur 3 Pokémon hin. Das ist nicht ganz so toll. Aber okay. Nee, mehr Geld haben wir leider doch nicht gesammelt. Den Rest lagern wir mal hier hin. Und dann würde ich tatsächlich sagen, das war's mit dem Part für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es natürlich wie immer gefallen. Denn Pokémon Mystery Dungeon ist schon sehr cool und mit der Grafik gewöhne ich mich tatsächlich langsam. Ja, und ich freue mich dann auf morgen, wenn wir dann weiterspielen. Weil das Spiel ist echt mega cool. So, Frostwald, das nehme ich mal mit. Riesenschlucht auch noch. Donnerberg weiß ich nicht. Können wir mal mitnehmen. Finsterforst können wir... Achso, wir haben 32. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein. Rechts ist die Playlist, links das neueste Video.